Mit dieser Filmreihe möchten wir Möglichkeiten eröffnen, Wetzlar mit anderen Augen zu sehen. HessenCam hat dazu Frauen und Männer interviewt, die ihre Kindheit und Jugend während der Nazizeit erlebten. Wir haben in Wetzlar das Glück, dass der Luftkrieg weniger als andernorts von dem alten Stadtbild zerstörte, dass ganze Straßenzüge sehr schnell wiedererkennbar sind, so wie sie damals aussahen. Gepaart mit den Geschichten unserer Zeitzeugen aus deren Kindheit und Jugend, worüber sie lachten, was sie liebten, wo sie zur Schule gingen, aber auch über Tod, Krieg und über die Verbrechen der Nazis. Potpourris, die uns begreifen lassen können, wie wertvoll unsere Freiheiten und unsere Demokratie von heute sind. Was es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sehen und hören Sie selbst. Mein Name ist Bernhard Rösch. Ich bin 91 Jahre alt und wohne seit 1933 in Wetzlar. Mein Vater war in Leipzig auf der Universität beschäftigt und hatte hier eine Berufung bekommen von Leitz als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und das war der Grund, warum wir 1933 hier nach Wetzlar gezogen sind. Zunächst einmal in die Promenade, das heutige Konrad-Adenauer-Anlage, dieses bekannte Haus an der Ecke vorne, die Villa Emilie. Und dort haben wir gewohnt bis zur Hochzeit, also ungefähr 1958. Das ist ein sehr, sehr nobles Haus, was leider im Krieg schwere Bombenschäden hatte. Und dort haben wir die ganze Jugend verbracht, waren eine sechsköpfige Familie. Meine Eltern hatten also vier Kinder gehabt und ich war der Älteste. Eine offene Frage am Anfang. Gibt es besondere Erlebnisse aus der Zeit? Also vor dem Krieg eigentlich keine großartigen. Gut, ich bin in der glücklichen Lage gewesen, dass ich mehrere Schulen wechseln konnte. Ich wurde eingeschult im heutigen Gerichtsmuseum, sogenannte Avermannsche Haus. Kurze Zeit später dann in die heutige Musikschule. Und 1936 war das wohl, dass die neue Adolf-Hitler-Schule in der heutigen Kesterschule in der Frankfurter Straße fertig war, wo ich die Volksschulzeit verbracht habe. Dann hatte in unserem Haus, wo sehr viele Mieter gewohnt haben, unter anderem auch der Chef Architekt gewohnt aus Berlin, ein Regierungsbaurat Grünewald. Der hat die Goetheschule in der Frankfurter Straße gebaut. Und das war für mich der Vorteil, dass ich schon während der Bauzeit etliche Male mit rein durfte, erstaunt über diese noblen Marmorböden. Sehr, sehr voll. Übrigens, diese Schule steht ja heute noch. Überhaupt alle Schulen aus der Nazizeit sind bis heute erhalten, währenddem alles, was nach dem Krieg gebaut wurde, inzwischen abgerissen ist. Haben Sie sonst noch schöne Momente aus Ihrer Kindheit? Ich hatte einen ganz blöden Unfall gehabt. Meine Eltern haben mich mit meiner Schwester, nachdem wir irgendwas angestellt hatten, eingesperrt auf der Veranda. Und als ich hatte versucht, mich zu befreien und habe mit dem Arm die Fensterscheibe eingeschlagen, dummerweise, Sie sehen es heute noch, hier die Wunde, und wäre damals fast verblutet, weil die Schlagader auch durch war. Das war als Fünfjähriger. Aber sonst hatte ich eigentlich keine Besonderheit. Es war normale Jugendzeit. Drei Geschwistern. Und haben Sie besonders traurige Momente in Ihrer Kindheit erlebt? Nein. Die Todesfälle kamen eigentlich erst dann nach dem Krieg, wenn die Großeltern gestorben sind.
Tanten, absolut keine. Wie kann man sich das damalige Wetzlar vorstellen? Können Sie beschreiben, wie Sie es damals erlebt haben? Ja, Wetzlar war eine an und für sich sehr ruhige Stadt, mit dem Militär, sowohl auf der Spielburg, auch draußen im Westend. Aber wir haben an und für sich vom Militär wenig mitbekommen. Außer, dass im Herbst immer die sogenannten Tag der Wehrmacht mit Gulaschkanonenessen auf dem Domplatz. Das war also für uns was Besonderes, leckere Erbsensuppe mit gibt es heute nicht mehr. Aber das war schon ein Erlebnis, wenn da so Tische aufgebaut waren und drei sogenannte Gulaschkanonen von der Wehrmacht dann aufgebaut und zum Essen eingeladen wurden. Gibt es für Sie ganz besondere Orte in Wetzlar, die Sie heute an die damalige Zeit erinnern? In der Promenade, weil auch der ganze Freundeskreis da in der Nachbarschaft wohnte. Und da sind wir halt immer dort zusammen gewesen. Meine Freunde waren ja, eigentlich drei, die in der Nachbarschaft gewohnt haben. Und mit denen ich dann auch zum Jungvolk eingezogen wurde, 1939, als Zehnjähriger. Es war eine für meine Eltern sehr belastende Zeit, weil die Uniform damals selber aus eigener Tasche bezahlen mussten, als sowohl Sommeruniform als auch Winteruniform mit Hose, Jacke, Mütze. Was haben Sie denn mit Ihren Freunden unternommen in Ihrer Kindheit? Im Garten gespielt. Wir hatten, oh Gott, ich weiß nicht, ob das heute noch bekannt ist, die Elastolin-Soldaten. Mit denen haben wir sehr gerne gespielt, Festungen aufgebaut. Ich weiß noch, im Nachbarhaus haben wir einmal zwei Parteien aufgebaut. Und das war ein ganz böses Erlebnis. Ich wollte die feindliche Armee mit Spiritus übergießen und habe sie angezündet im Wohnzimmer, so praktisch unter den Gardinen. Und nichts ahnend, was das für ein Feuer gab, dann nur noch das Sofakissen genommen und drüber. Gott sei Dank ist gut ausgegangen. Aber das war eine böse Überraschung. Feuer im Wohnzimmer. Gibt heute, nach dem Krieg sind die dann umfunktioniert worden, kriegten amerikanische Uniformen. Aber die Zeiten sind vorbei. Wie groß haben Sie Wetzlar damals wahrgenommen? Eigentlich ganz normal. Als Stadt, wir sind ja praktisch gar nicht rausgekommen, außer in Sommerferien zu den Großeltern. Aber unser Bezirk war um den Dom rum, von der Promenade. Unsere Läden war einmal der Bäcker Reuschling, gegenüber war der Metzger Leisner, mein Friseur Zagrudny und die Gemüseladen Loh in der Entengasse. Übrigens auch ein Klassenkamerad von mir, der Sohn von den Lohs. Aber über diesen Bezirk bis zum Schienenplatz sind wir eigentlich nie rausgekommen. Gut, ich bin ab und zu mal zu meinem Vater ins Leitzwerk. Der hatte dort im ursprünglichen Verwaltungsgebäude, was heute noch am Karlsmundtor steht, sein Büro und hatte auch eine Dunkelkammer, wo ich dann mithelfen durfte, mal in die Dunkelkammer zu arbeiten, mal Fotos zu machen.